Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Lass uns ausprobieren, ob diese Make-up-Produkte es wert sind, gehypt zu werden, Test. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, meine Stimme ist irgendwie nicht ganz so da. Das heißt, ich werde jetzt auch nicht so laut heute sprechen können. Ich gebe aber mein Bestes. Also ich habe meine komplette Make-up-Sammlung mal so ein bisschen durchgeguckt und geschaut, welche Produkte vielleicht auf YouTube, auf den sozialen Netzwerken, wie auch immer auf Social Media gehypt wurden und mir dadurch jetzt ein komplettes Full Face zusammengestellt, doppelt gemoppelt hält besser, komplett full, genau. Und das möchte ich einmal mit euch zusammen austesten, ob das soweit alles auch wert ist, dass da immer so viel drüber gesprochen wird. Natürlich ist es so, dass hauptsächlich dann auch die Produkte gehypt werden, die von höheren Marken sind. Es ist das ein oder andere Drogerieprodukt tatsächlich mit dabei und ich habe mir auch vorgenommen, bei manchen Produkten, wenn ich einen Dupe zum Beispiel dazu habe, auch beide zu verwenden, denn ich habe zwar nur ein Gesicht, aber ich habe zwei Gesichtshälften und ja, das wollte ich machen. Und es gibt eine Verlosung und zwar verlose ich in diesem Video von iHeart Makeup, iHeart Chocolate Salted Caramel, diese Lidschattenpalette, die hat diese Töne mit drin. Das ist wirklich eine schöne Alltagspalette, womit du aber auch sehr, sehr außergewöhnliche und aufregende Looks schminken kannst. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Ja, genau. Und wir starten einfach mal mit dem Primer und ich sag mal, das Klassische, was es so gibt, ist tatsächlich The Porefessional Pore Primer von Benefit, finde ich, den man halt ständig so in die Kamera gezeigt bekommt. Ich habe hier so eine etwas größere Probe davon, habe den schon das ein oder andere Mal auch aufgebraucht, habe jetzt aber nicht so das Problem mit ultra vergrößerten Poren oder sowas und ja, jetzt machen wir den aber mal zusammen auf. 3 Milliliter. Ich verlinke dir übrigens, soweit es geht und soweit die Infobox es hergibt vom Platz her, alle Produkte natürlich unten in der Infobox drin. Wo ich mir den aufgeben werde, ist so, ja, hier so an dieser Partie, wo man so ein bisschen vergrößerte Poren hat. Ich habe ein bisschen unreine Haut durch das Absetzen der Pille, aber ansonsten habe ich da nicht so die Probleme mit. Dann würde ich mir den hier so ein bisschen aufgeben und hier unten, ansonsten wüsste ich nicht, wo ich vergrößerte Poren haben könnte. Das ist halt so ein richtiger Silikonprimer und der kommt halt in einer sehr festen Konsistenz mit einer leichten Einfärbung, die man aber auf dem Gesicht letztendlich gar nicht sieht. Und sowas verwende ich dann auch sehr, sehr vorsichtig. Wirklich ganz zart und dezent nur. Ansonsten finde ich oder habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Foundations dann immer etwas krümeln und das will ich nicht. Möchtest du auch ein bisschen Primer, Sammy? Nein, du möchtest nur da sitzen und schauen, ne? Sammy ist mittlerweile ziemlich interessiert, wenn ich mich schminke. Das finde ich ziemlich cool. Ich glaube, weil ich hier echt so viele Pakete aufgemacht habe, wo er auch was rausgekriegt hat. Okay, also den habe ich jetzt tatsächlich auf der Stirn hier ein bisschen aufgegeben. Auf der Nase? Nee, auf der Nase habe ich das nicht wirklich aufgegeben. Hier an der Partie, wo man so ein bisschen... Sammy, hau nicht mein Kram hier um, ne? Haut sich da vorne einfach in der Ecke. Wow, Mausi. Da schiebt mein Licht so ein bisschen durch die Gegend. Müssen wir kurz damit klarkommen, dass das Licht jetzt so von der Seite kommt. Wobei mir das eigentlich auch ganz gut gefällt. Jetzt habe ich reingeguckt und jetzt sehe ich nichts mehr. Super. Auf jeden Fall habe ich das hier so eingetupft, sage ich mal. Das ist aber ein Primer, der halt sehr schnell sehr trocken wird. Gefällt mir aber wohl, ne? Ob es den Preis wert ist, sei dahingestellt. Dann habe ich hier für All Over Face, also das gebe ich mir ins ganze Gesicht, von Becca den First Light Priming Filter. Den hatte ich im Adventskalender drin. Der ist nur noch bis hierhin voll. Den versuche ich mir echt gut einzuteilen, aber für solche Momente wie heute benutze ich ihn sehr gerne. Der ist sehr flüssig, wie man sieht, und er ist einfach lila. Und den verteile ich mir einfach im gesamten Gesicht mit den Fingern. Der ist wirklich schön und lässt das Gesicht auch wundervoll strahlen. Das heißt, er ist schon sein Geld wert. Ja, da will ich gar nicht, ne, mich drüber beschweren. Einen, den ich aber als Dupe auch sehr gut empfehlen kann, ist der von Love, der Aura Glow Primer oder von How Cosmetics das Pearl Shine Elixir, wenn dir das vom Glow vielleicht zu wenig ist. Ansonsten ist es aber tatsächlich ein sehr solides und sehr gutes Produkt, was seinen Preis auch wirklich wert ist. Und da kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass die liebe Mrs. Rosa Roth, die liebe Vanessa, echt versucht, dieses Produkt nachzubauen. Als Foundation habe ich mir diese Schätzchen hier von Benefit ausgesucht, die Hello Happy Foundation und zwar die Flawless Brightening Foundation. Das ist diese hier, die habe ich auch in der Soft Blur Variante und das ist die Farbe 2. Da gebe ich mir auf meinen Handrücken einfach zwei Pumpstöße. Ja, die ist schon ein bisschen flüssig, aber nicht allzu flüssig. Ne? Die fließt sehr langsam, also man würde es als sehr flüssig bezeichnen.
Die verteile ich zunächst mit einem Pinsel grob in meinem Gesicht. Und sie hat wirklich, wie man sieht, halt so eine Medium-Deckkraft. Um sie in meinem Gesicht einzuarbeiten, nehme ich ein weiteres gehyptes Produkt, und zwar den Oshi von Louisa Creshen. Dann nehme ich das letzte Produkt von meinem Handrücken noch auf und arbeite sie dann schön im Gesicht ein. Da sie ja vielleicht noch ein bisschen mehr Deckkraft haben könnte, als sie hat aktuell bei mir, gebe ich mir noch einen dritten Pump-Hub auf und verteile das erstmal, wie gesagt, wieder mit dem Pinsel und mit dem Schwamm. Die Foundation ist wirklich für mich wundervoll. Wirklich. Also sie macht ein schönes, flawless Finish, also wirklich ebenmäßig, ausgeglichene Haut. Sie macht auch schöne Haut bei mir. Sie hat aber eine nicht zu hohe Deckkraft, sodass halt nach wie vor noch meine Haut durchscheinen darf. Und das finde ich sehr positiv. Man kann sie halt auch ein bisschen aufbauen, aber dadurch würdest du jetzt nicht, ich habe hier zum Beispiel da ein Muttermal, hier habe ich ja ein Pickelchen, hier habe ich noch ganz viele andere Muttermale. Das wird halt alles nicht dadurch abgedeckt. Aber sie macht halt ein schönes Finish. Ne? Natürlich ist die jetzt gerade sehr gelb in der Kamera, wenn ich das richtig sehe. Aber im Real Life wirkt sie nicht so gelb. Und ja, sie ist ein bisschen zu dunkel jetzt aktuell für mich, aber ich finde sie von der Textur her, von der Art und Weise, wie sie ist, eben auch, dass sie Glow durchlässt und so, astrein, und sie ist wirklich ihr Geld leider wert. leider vor allem, ne? Das ist eigentlich so frech, weil nicht leider, sie ist ihr Geld einfach wert, weil sie einfach einen guten Job macht. Und der Schwamm sowieso, also der ist richtig, richtig geil. Natürlich auch unten in der Infobox verlinkt, ich mal, ne? Als Concealer habe ich hier auch einen Klassiker von Maybelline, den Löscher, oder auch Eraser in der Farbe 03 Fair habe ich den. Ich finde den wirklich schön, also der creased nicht wirklich, und wenn er creased, kannst du das noch retten. Das musst du halt nicht irgendwie, ne, weiß Gott, wie oft dann setten oder nachjustieren oder so. Das ist halt, du machst ihn drauf, schminkst dich fertig, dann gehst du noch einmal kurz drüber mit dem Finger, taperst das ein und dann ist alles tutti. Und der hat eine schöne, angenehme Deckkraft, die halt nicht zu stark und nicht zu schwach ist. Auch den wieder einarbeiten mit dem Oshi. Zack, ne? Da ist jetzt alles abgedeckt in dem Sinne von den Dingen in meinem Gesicht, die ich nicht sichtbar haben möchte, um das mal so zu sagen. Ja, und das gefällt mir alles sehr gut so zusammen. Das ist sehr stimmig. Primer, Foundation, Concealer, das spielt auch sehr gut gerade zusammen. Ja. Hier habe ich ein Produkt, was ich selber noch gar nicht verwendet habe, aber was wirklich gehypt wird von Laura Mercier. Das ist das Translucent Loose Setting Powder. Genau. Hatte ich im Adventskalender mit drin, hätte ich mir sonst irgendwann wahrscheinlich gekauft. Aber auch nur irgendwann. Der Moment, wenn du die Folie von so einem Produkt entfernst, das ist wie so Handyfolie abziehen, ne? Ein ganz besonderer Moment. Ja, es hat einen leichten Geruch. Schaut so aus. Hat auch eine leichte Einfärbung. Und ja, hat hier auch so eine Puderquaste mit dabei. Und damit werde ich dann, wobei ich erst meinen Concealer setzen werde und dann über mein Gesicht gehen werde. Dafür gebe ich mir etwas Produkt in den Deckel und es kommt richtig toll raus. Oh, das gefällt mir. So schaut es dann im Deckel aus. Oh, das ist super fein. Echt schön. Dann setzen wir erstmal hier unten den Concealer. Das sieht echt gut aus. Wow. Was kostet nochmal? Ich glaube, ganz schön viel, oder? Aber es ist halt so extra fein gemahlen und oh, das gefällt mir schon mal richtig gut. Echt schön geworden. Also sehr, sehr flawless, sehr wow, ebenmäßig. Photoshop lässt grüßen, ne? Krass. Dann nehme ich hier das Puffelding und mache einmal so mit dem Produkt drauf. Nicht viel, aber immerhin. Dann kann man das so einarbeiten. In rollenden Bewegungen. Und damit kannst du halt das Produkt nochmal richtig schön in die Haut einpressen und richtig intensiv einarbeiten. Finde ich eigentlich voll schön, so in dieser Distanz, oder wenn ich halt so in dieser Distanz in den Spiegel schaue. Aber wenn ich näher rangehe, sehe ich, wie trocken mein Gesicht aussieht. Das möchte ich nicht. Deswegen nehme ich mir einfach einen großen, fluffigen Pinsel. Auch die hier sind unfassbar gehypt. Real Techniques, ich weiß nicht, so gut wie jeder YouTuber hat mindestens ein Real Techniques Pinsel schon mal in die Kamera gehalten, würde ich mal so sagen. Also jeder YouTuber, der Beauty macht. Und ja, damit nehme ich jetzt einfach mal das überschüssige Produkt ab, weil das sah mir doch etwas zu cakey aus. So gefällt mir das doch wirklich
viel besser, weil man auch jetzt so einen zarten Glow von dem Primer und von der Foundation durchsehen kann. Das war ja eben echt sehr matt. Das war nicht meine Welt. Also das Puder an sich gefällt mir richtig gut. Ich denke, dass ich das aber in etwas niedrigerer Dosierung verwende. Also dass es quasi nur leicht dann aufs Gesicht kommt und nicht so krass drauf gemacht wird. Dann widmen wir uns mal den weiteren Base- und Face-Produkten. Da habe ich jetzt... Nee, Quatsch. Ich möchte mir noch ein bisschen Shine ins Gesicht bringen. Mensch, da habe ich von LOV natürlich Perfectitude Aura Glow Powder. Ja, ne? Weil ich bin jetzt wirklich nicht sehr glowy und ich mag gerne glowy. Das heißt, das ist das Puder und es ist wirklich schön. Da gehe ich hier mit dem Pinsel, den ich eben verwendet habe, rein. Nur so ein bisschen. Und gibt es einfach hier so... locker, luftig, fluffig einmal drüber. Also ein bisschen was hat sich getan. Man sieht halt ein bisschen mehr noch den Glow jetzt durch, ne? Also durch ist gut, drüber. Das ist ja einfach drüber, ne? Jo, und das gefällt mir einfach besser, weil es lebendiger aussieht. Bronzer habe ich zwei Stück, die eigentlich auch so dupe-mäßig zueinander gesehen werden, immer mal wieder. Das ist einmal von Too Faced, der Milk Chocolate Soleil. Das ist dieser hier. Das ist ja die hellere Variante von dem Bronzer, den man so kennt. Ich liebe den Duft, ich liebe das Produkt. Ich finde, dass er sich einfach wundervoll auftragen lässt und dass er einfach sehr schnell ein direkt ausgeblendetes Finish hinterlässt und man ihn nicht viel ausblenden muss. Das finde ich klasse. Irgendwann beiße ich da nochmal rein. Und als Dupe, wie auch immer, ist ja der Physicians Formula Butter Bronzer Muru Muru immer mal wieder genannt worden. Ja, und finde ich auch ganz gut, aber den von Too Faced finde ich tatsächlich besser. Aber das, ja, sieht man halt auch nicht auf den ersten Blick. Das ist, ne, auch in der Anwendung so eine Sache. Ich finde den sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob es da unterschiedliche Farben von gibt. Ich habe dann habe ich irgendwas mit Light oder Medium oder sowas genommen. Für den Milk Chocolate Soleil, den ich auf diese Seite auftragen werde, nehme ich hier Boutique-Pinsel. Der war ja im Sale drin, ne, den mag ich sehr gerne. Das ist einfach der Puderpinsel gewesen. Gehe ich hier rein. Du hast hier halt schnell Produkt halt auch auf dem Pinsel drauf, was sehr fein ist. Klopft das minimal nur ab und dann kommt es aufs Gesicht. Oh, dieser Duft, wenn man einatmet, wenn man sich den drauf macht, das ist so herrlich. Der hinterlässt einfach ein schönes, leicht sonnengeküsstes Finish und ich finde den total großartig. Er ist toll. Ja, alternativ dazu habe ich ja hier den Butter Bronzer und den trage ich mit einem Pinsel auf, der halt auch so ein gehypter Pinsel ist. Das ist von Real Techniques die Nummer 400. Das ist eigentlich der Blush-Pinsel, den ich aber unheimlich gerne zum Bronzer auftragen verwende und der wirklich sehr, sehr geil ist. Also, ne, kann ich nur empfehlen. Auch hier hast du direkt, ja, Produkt auf dem Pinsel. Kurz abklopfen und loslegen. Den Duft von dem Milk Chocolate Soleil mag ich natürlich viel, viel lieber, weil das einfach so ein süßer Duft ist und der hier doch eher so ins Kokoslastige reingeht. Und Kokos und ich sind ja nicht so die größten Freunde der Welt, aber es ist ein schöner Bronzer. Da kannst du nichts zu sagen. Da kannst du auch nicht so viel mit falsch machen, muss ich sagen, weil der halt auch sowohl dezent als auch kräftig rauskommen kann, je nachdem, wie stark du den aufbaust. Und hier jetzt mal im direkten Vergleich auf dieser Seite mit dem Too Faced Milk Chocolate Soleil Bronzer und auf dieser Seite mit dem Physicians Formula Butter Bronzer. Ganz ehrlich, wenn ich so auf die Straße gehen würde, es würde keiner sagen, boah, die hat aber zwei verschiedene Sachen im Gesicht. Ich finde, man sieht so nicht wirklich einen Unterschied, oder? So, jetzt habe ich auch wieder zwei Kontrahenten, die gegeneinander antreten und die eigentlich sehr bekannt als Dupes zueinander sind beim Thema Blush. Und zwar spreche ich hier von dem NARS Orgasm Blush. Das ist dieser hier. Ne? Das ist der Blush, nach dem du eigentlich keinen Highlighter mehr brauchst. Und den habe ich mir in winzig klein geholt, weil der echt teuer ist. NARS ist eine sehr teure Marke. Und ja, als bekannte, wie auch immer, Dupe-Geschichte dazu gibt es von Sleek diesen Blush in der Farbe Rose Gold 926. Ja, Sammy hat es gerade ganz schwer. Und da siehst du auch, ne, der ist ein bisschen peachiger. Jedenfalls im Fännchen sieht er so aus. Beziehungsweise so nebeneinander sieht man es halt auch schon so ein bisschen, ne, dass die nicht hundertprozentig identisch sind. Aber auf dem Gesicht werden wir gleich mal sehen, wie die sich machen. Auch beim Swatch sieht man kaum einen Unterschied, aber einen leichten. Also der NARS ist etwas mehr ins Rötliche, während der von Sleek etwas mehr ins Goldig-Peachige geht. Auf der Suche nach ziemlich ähnlichen Pinseln. Beides recht günstige Pinsel, beides Blushpinsel, läuft. Okay, dann gebe ich mir jetzt erstmal das Originalprodukt, sage ich mal, auf. Das sind ja irgendwie doch beides Original. Egal. Gebe ich mir erstmal den NARS Orgasm auf.
Es ist ein rosa eingefärbter Pinsel, da siehst du nicht so viel von, ne? So sieht der im ersten Auftrag aus. Also, ne, du hast halt einen richtig krassen Schein damit drin von diesem Goldgedönsen. Ist schon ganz geil, aber mir fehlt es halt an dieser roten Farbe. Naja, aber man kann ihn entsprechend auch aufbauen. Aber dass er richtig rot wird, du baust da halt auch natürlich diese ganzen Goldpigmente mit auf. Aber schön finde ich ihn definitiv. Ist jetzt nicht unbedingt was für den Alltag, würde ich mal so sagen. Ja, und auf die andere Seite gebe ich mir hier von Sleek Rose Gold. Da kriegst du deutlich mehr auf den Pinsel. Hier sieht man ihn in der ersten Schicht. Also diesen Glanz sieht man, oder diesen Schein sieht man schon mal von 10 Kilometern Entfernung. Und so schaut er dann aufgebaut aus. Schon krass, ne? Also du setzt dir damit auch ein heftiges Highlight. Ich weiß gar nicht, welchen von beiden ich tatsächlich schöner finde. Ich finde, dass der Nars Orgasm, na nee, je nachdem wie das Licht drauf fällt, ne? Also beide haben halt diesen krassen Goldreflex, diese krasse Goldreflexion mit drin. Aber schön sind die beide irgendwie. Ich kann mich nicht entscheiden, nein. Aber wenn du dir Geld sparen möchtest, man sieht fast keinen Unterschied, ne? Widmen wir uns nun dem Highlighter. Ganz klassisch, Merry Luminizer von The Balm. Das ist ja auch einer, der sehr gehypt ist. Den möchte ich mir aber... Nee, Moment. Warte, ich habe noch ein anderes Produkt. Crash Christine. Den Highlighter von Luisa Crashen. Leute, der ist voll, voll krass. Hat hier so ein Netz drin. Der kommt auf meine Wangen. Ich habe ja hier schon so einen krassen Blush, aber ich möchte ja trotzdem noch einen Highlighter haben. Ne? Ich meine, wir wären nicht hier und wir wären nicht wir, wenn wir das nicht wollen würden. Genau. Abgeklopft habe ich ihn hier jetzt drauf. Trotzdem sehr, sehr Pigment hier drin, ne? In der Pinsel. Und der ist einfach, also das ist, wow. Puh, da musst du, also im Prinzip, das, was ich hier auf dem Pinsel habe, das reicht auch noch für hier. Im Prinzip ist das auch irgendwie viel zu viel und ich habe ein bisschen zu viel genommen, verdammt. Aber der ist halt ultra, ne? Das muss man wirklich so sagen. Das ist ein, also mega heftiger Highlighter, den ich so schön finde. Ein schöner, nasser Glow. Das passt jetzt auch mega zum Blush, weil das halt auch Gold ist. Also so Champagner-Gold, ne? Bam! In your face ist der. Der ist richtig geil. Also, ne, da hast du auch lange Freude dran, weil das ist richtig viel Produkt hier drin. Lose Highlighter sind ja sowieso immer sehr stark. Und das sind 6,56 Gramm hier drin. Interessante Produktgröße, Menge übrigens. Aber Leute, guckt euch den an. Ne? Also den müsste man theoretisch nochmal abschwächen, weil er so heftig ist. Aber wir lassen das jetzt auch einfach mal so. Und für die Nase und so wollte ich jetzt einen anderen nehmen. Und zwar hier ja von The Balm, den Merry Luminizer. Den nehme ich dann halt für meine Nasenspitze. Der ist halt wirklich sehr stark schon, aber nicht kapuff-kabäm stark, sondern der ist schon da, ne, wenn man ihn verwendet. Und der ist sehr, sehr schön. Den verwende ich auch richtig gerne, wenn ich mir mal im Alltag Highlighter auftrage, was ich ab und an mal ganz vorsichtig und sanft machen möchte. Einfach um so ein bisschen noch ein kleines bisschen von meiner Welt hier mit in meine Welt draußen nehmen möchte. Ja, und dann gebe ich mir das hier auf die Kinnpartie. Und als Oberlippen-Highlight gebe ich mir den ganz zart auf. Ich mache das fast in meinen Mund immer rein, ne? So, genau. Guti. Ja, das sind jetzt soweit die Base- und Face-Produkte, die mir richtig gut gefallen haben. Wie diese Highlighter einfach reflektiert, ne? Mein Gesicht glänzt. Das ist ja der Wahnsinn, als hätte ich gerade einen Eimer Wasser ins Gesicht gekriegt. Krass. Genau, ja. Für die Augen verwende ich auch so einen Klassiker, ne, um meine Lider erstmal zu setten, von MAC, den Paint Pot in der Farbe Soft Ochre. Das ist wirklich so ein ganz, ganz klassisches Produkt, ne? War, glaube ich, von MAC mal angedacht gewesen, um es halt als Lidschatten zu verwenden. Gibt es ja auch in unterschiedlichen Farben, aber viele haben herausgefunden, dass du dir den auch super als Lidschattenprimer aufgeben kannst. Mir persönlich ist dieses Produkt oft einfach ein bisschen zu trocken. Also ich gehe da jetzt nämlich deswegen nochmal ein bisschen mit meinem feuchten Schwämmchen drüber, weil ich fühle mich ansonsten so trocken. Ja, muss auch nicht sein, ne? Also für mich ist es den Hype in dem Sinne halt einfach nicht wert, ne? Weil so einen Ultra-Effekt bekommst du da auch nicht mit. Naja.
Für meinen Lidschatten-Look habe ich hier zwei Produkte liegen, die ich gerne verwenden möchte. Zum einen habe ich hier die Naked Reloaded Palette von Urban Decay. Die war ja auch im Flaconi Love Brands Adventskalender drin. Die wirklich sehr, sehr klassisch aussieht. Sehr, ja, schön irgendwie. Ich mag eigentlich keine länglichen Fändchen, das heißt, deswegen ist es eigentlich nicht so meins. Aber die Pigmentierung ist halt echt schön. Und dann habe ich hier von House Laboratories, wer es noch nicht kennt, das ist die Marke von Lady Gaga. Die hat ja ihre eigene Marke. Ein Lidschattenstift. Genau, die sehen ja ultra hübsch aus. Habe ich mir im Black Friday Sale tatsächlich schon bei Amazon bestellt. Sie aber noch nicht wirklich verwendet. Also hier habe ich jetzt die Farbe Aphrodite. Ich glaube, das mache ich, dass ich mir den tatsächlich als Primer mit aufgebe. So. Also gebe ich mir was von dem Produkt hier auf meinen Handrücken, um das aufs Auge zu bekommen. Nehme ich hier einen Smudger-Pinsel für von Essence. Oh, den kann ich mir auch gut vorstellen, um den wirklich so als Alltagsprodukt so zu tragen. Das Produkt trocknet aber hardcore-mäßig, Leute. Aber ich lieb's. Ich finde das voll schön. Also ich mag ja normalerweise keine Liquid Shadows, aber der ist hardcore. Den Augenlook, den ich jetzt schminke, lasse ich jetzt auch mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf laufen, damit das nicht zu viel Zeit frisst, sage ich mal. Ne? Okay, los geht's. Lidschattenpalette. Sie ist den Hype auf gar keinen Fall wert, mal ganz ehrlich. Also den Look, den man damit schminken kann, er ist halt ein Alltagslook und das kannst du genauso gut auch mit ähnlichen Paletten, die du so in der Drogerie kaufen kannst, die nur ein Zehntel davon kosten. Also finde ich echt irgendwie ein bisschen schade, muss ich gestehen. Mit einem ganz klassischen und gehypten Setting Spray werde ich jetzt mein Gesicht setten. Das ist von Urban Decay. Das All-Nighter Fixing Spray. Das habe ich mir jetzt auch schon das ein oder andere Mal nachgekauft und das hatte ich auch schon in Zuschauerpaketen drin, weil es echt ein ganz tolles Produkt ist. Ob es sein Geld wirklich wert ist, das ist tatsächlich Geschmackssache. Das lässt sich jetzt wirklich ganz schwer sagen. Ich persönlich mag es richtig gerne. Ich feiere das und ich finde auch, dass es auf meinem Gesicht wundervoll performt, aber ich finde, das ist halt dann wirklich eine Sache, wie doll schminkt man sich, wie doll, was hat man für eine Haut und so. Das ist jetzt wirklich nur meine ganz persönliche Meinung. Bei mir funktioniert es echt gut und es hält auch sehr, sehr lange mein Make-up an Ort und Stelle. Dennoch habe ich manchmal noch so das ein oder andere Pünktchen, was ich gerne mit meinem Schwämmchen dann noch kurz einbümpel. Für die Augenbrauen, denn so sieht das alles ja noch ein bisschen unvollständig aus, habe ich wieder zwei verschiedene Produkte. Einmal für diese Seite, das ist ja die Drogerieseite, das ist nicht die Drogerieseite, das ist die Drogerieseite, habe ich von Catrice den Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton. Das ist ja ein Produkt, was ich richtig gerne mag und was auch sehr gehypt wird. Ein schöner, aschiger Ton und der macht einfach eine schöne, recht natürlich ausschauende Augenbraue. Auf der anderen Seite haben wir von Benefit, wie soll das anders sein, Precisely My Brow Pencil in der Farbe 3,5 Neutral Medium Brown. Im Gegensatz zu dem Date with Ashton hast du hier keinen Spoolie mit dran, aber ich glaube, das hier ist auch eher die Probegröße. Ich weiß nicht, ich glaube, in dem original großen Produkt wäre noch ein Spoolie mit da dran. Und das hier ist ein Produkt, was du halt nach oben drehst. Und was hier, wo hier die Mine rauskommt, bei dem Date with Ashton hast du ja einen Stift zum Anspitzen. Und dann nehme ich hier mal von Essence den Spoolie, um das mal durchzubürsten. Quatsch, von Catrice.
Aber ich finde, dass die Augenbrauenfarben sich beide ziemlich gut einander entsprechen. Also würde ich tatsächlich den Catrice hier auch als Dupe bezeichnen und vor allem als günstigere Alternative. Aber vom Ergebnis her sind sie beide sehr ähnlich und auch die Farbe ist sehr ähnlich. Generell für Augenbrauen verwende ich gerne, um sie zu setten, von Benefit den 24 Hours Brow Setter. Das ist ein wundervolles Augenbrauengel, was dir die Augenbrauen festtackert und an Ort und Stelle hält und sie daran hindert, in irgendeiner Art und Weise sich zu bewegen. Und natürlich fixiert es auch dadurch das Produkt, also das Augenbrauen-Anmaleprodukt. Als Eyeliner verwende ich von Kat Von D den Tattoo Liner. Der hat eine ganz spezielle Spitze und zwar ist es kein Filz-Eyeliner, sondern es ist wie ein ganz feines Pinselchen. Damit kannst du so präzise arbeiten. Puh. Also man kann so präzise damit arbeiten, finde ich aber nicht so schön. Das heißt, ich werde es auch ein bisschen dicker machen, so wie ich das auf diese Seite gemacht habe. Ich weiß nicht, sonst finde ich das ein bisschen fisselig bei mir. Was ich halt bei diesem Eyeliner auch so schön finde, ist, dass wenn du so ein glitzerndes Augen-Make-up hast, dass er da trotzdem überhaupt keine Probleme mit hat, trotzdem deckend und tief schwarz zu sein. Und deswegen ist er den Hype sowas von wert. Schade, ne? Weil der so sackteuer ist. Aber naja, wenn es bei Sephora Prozente gibt, dann kann man sich den auch noch holen. Wie einfach beide Liner gerade irgendwie in unterschiedlichen Höhen unterwegs sind. So, erstmal muss ich meine Wimpern curlen. Genau, da habe ich hier eine Wimpernzange von Brushworks, genau. Also Wimpernzangen generell werden ja auch irgendwie gehypt, keine Ahnung, wie man das nennen soll, aber fast jeder verwendet sie ja auch, ne? Und die mag ich eigentlich ganz gerne. Und ab und an verwende ich auch mal eine Wimpernzange, aber nicht jedes Mal. Ewige Kontrahenten sind diese zwei Mascaren, die ich jetzt aber so rumhalten muss. Von L'Oreal die Paradise Ecstatic Mascara, das ist diese hier. Die steigt in den Ring gegen Too Faced Better Than Sex, beziehungsweise sie werden jetzt einfach beide verwendet, denn ich finde, sie sind ziemlich gleich. Auf dieser Seite verwenden wir die L'Oreal Paradise Ecstatic Mascara ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Leute, ich glaube, die Mascara ist leer, denn sie konnte mal viel mehr. Und das war ein Reim. Sollte eigentlich keiner sein, aber kommt nun mal vor. So, auf jeden Fall, Hashtag Reimemonster. Auf jeden Fall mag ich die eigentlich richtig gerne, aber ich glaube, die ist jetzt leer. Habe ich nämlich von meinem regulären Schminktisch heute hier mit hingenommen, deswegen ein bisschen ärgerlich. Aber egal, ich mag sie eigentlich sehr gerne, sie macht wundervollen Schwung, sie trennt die Wimpern auch schön. Und wenn man sie ein bisschen stärker aufträgt, hat man dann auch so ein bisschen diesen Fliegenbein-Effekt, den ich persönlich ja sehr gerne mag. Aber na, wir tragen jetzt auf der anderen Seite die Better Than Sex von Too Faced auf. Und vielleicht gehen wir damit gleich noch einmal über die andere Seite drüber, weil ich brauche Kabuff Kabam, sonst bin ich traurig, ne? Auf jeden Fall sieht so das Bürstchen aus. Jo. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Okay, das wäre jetzt fies, die beiden gegeneinander antreten zu lassen, oder? Weil die jetzt natürlich ja nicht so viel Produkt drauf haben kann, weil sie ja quasi jetzt mittlerweile leer ist und quasi jetzt mit euch vor der Kamera nochmal richtig leer gegangen ist. Das heißt, wenn ich hier jetzt einfach noch mit dem Rest, was auf dem Bürstchen drauf ist, hier drüber gehe, haben wir es ein bisschen fairer. Aber ich mag beide richtig gerne. Ich werde mir auch immer wieder die Too Faced nachkaufen, weil ich die auch wirklich gerne mag. Und da will ich nochmal nachlegen. Oh, ich liebe sie einfach. Ich mag das vor allem auch, wenn die so ein bisschen miteinander sich verkleben, verklumpen. Aber das mag ja nicht jeder, aber ich mag das ja gerne. Beide machen wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis. Beide machen Wawawum und einen schönen Augenaufschlag. Beide halten den ganzen Tag über. Beide stempeln nicht ab bei mir, obwohl ich Schlupflider habe. Und da habe ich ja eigentlich echt Probleme mit. Und deswegen... ja, würde ich da tatsächlich sagen, wenn ihr euch entscheiden wollt und erstmal so ein bisschen an dieses Produkt an sich rantesten wollt, wie auch immer man das jetzt formulieren soll, würde ich euch die von L'Oreal empfehlen, weil die deutlich günstiger ist. Ich habe aber auch gehört, dass die deutlich schneller aufgebraucht sein soll als die Too Faced Better Than Sex Mascara. Keine Ahnung. Ich finde beide großartig und würde mir auch beide wieder kaufen. Habe mir auch schon beide wieder gekauft und die werde ich mir wieder kaufen. Joa.
Jetzt haben wir noch ein Produkt, was wir zusammen testen werden, und zwar ein Lippenprodukt, beziehungsweise zwei Lippenprodukte. Die sind auch von Haus aus diesem Set, was ich, Haus Laboratories, das ist ja die Marke von Lady Gaga, das habe ich eben auch schon gesagt, ne? Ja. Genau, und dazu habe ich jetzt hier auch die Lippenprodukte mir geholt. Das ist einmal der Lip Lighter in der Farbe Myth, M-Y-T-H. Das ist ein richtig geiler Mauve-Ton, mag ich ja richtig gerne. Ist auch einer so zum Anspitzen. Oh, der gibt aber derbe Farbe ab. Das scheint dann auch ein bisschen dunkler jetzt hier zu werden. Oh, der ist schön. Also vom Auftrag her gefällt er mir schon direkt, ne? Kannst du auch schon so tragen, ne? Huch, nicht kaputt machen, Claudi. Wirklich. Also du gehst damit ganz leicht über deine Lippen und der hinterlässt auch schön Farbe. Du kannst ihn aber auch aufbauen und dann wird er ein bisschen kräftiger, ein bisschen mehr pigmentiert. Aber die Pigmentierung an sich ist auch schon da und die Farbe gefällt mir auch richtig, richtig gut. Das finde ich cool. Echt geil. Da will ich jetzt noch 5-mal drüber gehen, weil sich das so schön anfühlt, weil der halt nicht so, der ist nicht so bretthart und auch nicht so, weiß ich nicht, dass ich Angst haben müsste, der wird mir jetzt meine Lippe gleich aufreißen. Richtig geil. Und darüber gebe ich mir, übrigens waren die drei Produkte in diesem hübschen Haustäschchen verpackt, Haus Laboratories. Genau, da habe ich dann hier diesen Lippenstift, Liquid Lipstick, ich weiß es nicht, das ist ein bisschen, ja. Le Riot Lip Gloss in der Farbe Venus ist das. Venus. Hm. Oh ja, das ist ein schöner Lipgloss. Ich hätte jetzt erwartet, dass es mehr nach irgendwas riecht. Und da das im Set war, muss es ja eigentlich zusammen funktionieren. Okay. Ist aber wirklich so ein Lipgloss, der deutlich heller ist als der Lip Liner, ne? Finde ich sehr interessant gerade. Vom Füßchen her ist es so ein bisschen abgeschrägt, ne? Schaut so aus, hat in der Mitte dann irgendwie so ein Loch, so eine Vertiefung mit drin. Oh, das lässt sich dann aber schön auftragen, wenn das so geschwungen ist. Ah, schön. Oh, das gefällt mir. Das finde ich jetzt auch ganz klasse und das passt sogar zum Augen-Make-up. Ist das nicht unfassbar cool? Nee, wirklich. Also die Lippenkombi gefällt mir auch richtig gut. Ich habe erst gedacht so, wenn der Lip Liner so viel dunkler ist. Aber nee, das funktioniert super zusammen. Das hat sich auch auf der Lippe richtig schön vermischt. Und das sieht toll aus. Dafür, dass ich bei den House Laboratories Reviews sehr intensive Looks gesehen habe, sehr farbintensive Looks und sehr ausgefallene Looks, finde ich, kann ich mit dem Set, was ich jetzt bestellt habe, auch sehr alltagstaugliche Looks schminken. Also mit dem Lippenstift und dem Augenvieh. Und dann ein bisschen Bronzer in die Lidfalte und zack, hast du einen schönen Look, ne? Also da musst du jetzt nicht irgendwie so exorbitant ausgefallen aussehen mit. Also Leute, mir hat es richtig gut gefallen. Ihr habt gemerkt, nicht jedes Produkt, was gehypt wird, ist den Hype wert, aber tatsächlich doch einige. Auf jeden Fall die Produkte, die ich dann tatsächlich auch nachgekauft habe. Ja, das ein oder andere Produkt kann man als Dupe zu einem anderen verwenden. Siehe zwei Gesichtshälften. Was man aber dann letztendlich selber sich kauft, hängt auch davon ab, was mag ich halt zum Beispiel von den Inhaltsstoffen her oder was kann ich mir halt auch leisten, was möchte ich mir leisten. Und ja, ne, das ist auch immer so eine Sache. Mir hat Spaß gemacht. Doch, ich finde, ich habe auch einen schönen Look damit gezaubert und ich finde es ein bisschen schade, dass ich heute dann trotzdem nicht damit das Haus verlassen werde. Ich würde damit gerne irgendwas machen. Schade. Aber ich verlasse dieses Haus im Sinne von, ich habe ja ein Video, welches ich veröffentliche. Also irgendwie habe ich dann doch schon das Haus verlassen, ne? Alles klar. Das war's. Denk an die Verlosung. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!